Hallo Leute, ich bin der Dominik und ich begrüße euch zu einer neuen Folge der FC Valencia Karriere. Und ja Leute, in der letzten Folge habe ich es nicht gesagt, ich hoffe ihr freut euch wieder, dass jetzt diese Karriere kommt. Ja, es war lange jetzt nicht mehr Zeit, aber jetzt ist wieder Zeit dafür. Den kompletten Oktober wird schnell simuliert, außer Real Sociedad werden wir selber spielen, auch das Spiel gegen die Young Boys werden wir schnell simulieren. Dann werden wir auch Young Boys beim wieder im Rückspiel schnell simulieren und dann werden wir bis Sparta Prag machen, gucken wie es da aussieht, dann das vielleicht auch noch spielen, dann bei Real Betis Sevilla Schluss machen. Jetzt starten wir erstmal rein in das Spiel gegen Real Valladolid, die sind zwar auf Platz 16, trotzdem brauchen wir hier die absolute Top 11, gewinnen dann auch mit 3-2, weil bei Valladolid Weißmann und Raba treffen, es ist Abdul Mahrahman Baba, ne, ist irgendein anderer. Und bei uns trifft Carlos Soler schon wieder doppelt und Hugo Duro. Jugend heute ausgeliehen, also Jugendtalent heute ausgeliehen für eine Kurzleihe zu den Young Boys Bern. Geht er dahin jetzt gegen Real Madrid, gegen den Ersten. Wir haben gegen Atletico Madrid auch schon gewonnen. Ich glaube nicht, dass wir hier gewinnen werden. Gehen wir einfach mal rein in die Schnellsimulation. Verlieren dann mit 3-2. Bei uns trifft Carlos Soler und Hugo Duro. Bei Real Madrid Bale doppelt und Eder Militao. Jetzt kommt das Spiel gegen Rayo Vallecano. Die sind auf Platz 15. Starten wir wieder rein mit der Top 11 hier in das Spiel. 2-1 gewinnen wir. Bei uns trifft Gonzalo Guedes Maximovic. Bei Rayo Vallecano de Domas. Und gegen Getafe gewinnen wir dann auch 3-1. Bei Getafe trifft schon wieder Enes Ünal. Er trifft immer gegen uns. Bei uns Carlos Soler, Hugo Duro und Gonzalo Guedes. Jetzt sind wir beim Spiel gegen Real Sociedad. Wir kommen irgendwie nicht nach vorne, aber nach vorne sind es halt auch nur, wenn wir jetzt gewinnen, sind wir Fünfter. Also so schnell kann es ja gehen. Es sind halt eng alle beieinander. Und ich ein paar Änderungen werde ich tätigen. Maxi Gomez, ne, wobei ich bringe mal Markus André für Hugo Duro. Dann Akanji nochmal raus für Carlos Soler. Minguenza nochmal für Wan-Bissaka. So starten wir dann rein in das Spiel gegen Real Sociedad. Oh, Minguenza holt sich den Ball. Gonzalo Guedes durch zu Maximovic. Jetzt hier, wer ist das? Das ist Fabian. Und er macht dann in der 12. Minute das 0-1 für den FC Valencia. Ich habe gar nicht gesehen, wer das ist. Aber es ist unser Spanier, der hier in Spanien spielt bei uns. Hier, es ist einfach Fabian, der den Ball reinhaut. Alex Remiro gut gehalten. Hier keine Chancen. Damit führen wir mit 0-1. Erstes Tor in 12 Partien. Oh, Gaia holt sich hier den Ball. Asensio, Gonzalo Guedes. Und da oben ist Markus André. Der muss sich irgendwo freilaufen. Markus André! 2-0 innerhalb von 5 Minuten. Und wir nehmen hier Real Sociedad erstmal auseinander. Aber in FIFA natürlich weiß man nie. Nee, es ist Maximovic. Es ist gar nicht Markus André. Ich dachte die ganze Zeit, das ist Markus André. Aber es ist Maximovic, der ja hier in den ersten Folgen dieser Karriere so viele Tore gemacht hat. Immer vorne mit dabei ist, genauso wie hier. Schöner Ball zu Maximovic. Der macht ihn dann rein und damit führen wir mit 2-0. Aber da kommen sie, Ilya Ramendi. Der steht nicht im Abseits, da macht Maximovic ja auch nichts. Ja, und jetzt ist wieder 2-1, wo ich auf sehr defensiv gegangen bin. Dann gehe ich wieder auf sehr offensiv und dann kriege ich vielleicht keine Tore. Oh, da ist jetzt heißt er Marco Asensio? Doch, genau so heißt er. Jetzt ist hier Markus André, der findet aber keine Anspielstation. Carlos Soler spielt weiter zu Markus André und jetzt muss er ihn nur noch reinmachen und Markus André macht ihn rein. Doch Marco Asensio heißt er, ich dachte schon. Marco und Markus, boah, geiler Jubel von Markus André und dann macht er hier das 3-1, weil er erst am Gegenspieler hängen bleibt. Carlos Soler spielt den Ball nochmal zu, er haut ihn rein, keine Chance für Alex rum. Remiro, 3-1 Führung. Oh, der lässt es wirklich durchlaufen. Da ist jetzt Markus André, Gonzalo Guedes, er macht das so stark. Gonzalo Guedes, den verkaufe ich nie. 60. Minute, 4-1. FC Valencia, Junge, ich liebe dich, Gonzalo Guedes. Auch in echt, ich liebe ihn. Er ist so ein toller Fußballer. Ich hoffe, er würde mal irgendwann zu Dortmund wechseln. Oder allgemein für José Gaya, Gonzalo Guedes, Soler, Rajic. Die werden immer mal zu Dortmund wechseln, hoffe ich. Aber das wird, glaube ich, nie passieren. Jetzt sind wir hier in FIFA und führen erstmal 4-1. Oh nee, direkt vor die Füße. Und Adnan Januzaj haut dann den Ball einfach rein zum 4-2. Aber egal, wir haben das Spiel eh gewonnen. Das ist dann ja auch noch egal. Ah, da ist immer Carlos Soler, verliert den Ball. Mich nervt halt, dass es so ein Traumtor war. Kann egal sein. Wir schlagen Real Sociedad mit 4-2. Dreimonatige Scouting-Updates vor dem wichtigen Spiel gegen die Young Boys Bern. Das müssen wir gewinnen. Wenn wir das verlieren, dann könnten beide an uns vorbeiziehen. Sparta Prag und auch eben jetzt die Young Boys Bern. Mal schauen hier im kroatischen Scouting. War nichts dabei. Was hat der italienische Scout so denn für uns hier dabei? Anscheinend auch nichts. Doch, Luigi Esposito. Wen können wir dafür wieder raushauen? Ist jetzt schlecht, weil ihm jeder ein gutes Potenzial hat. Ich würde hier diesen Ricciardo Lombardi mal raushauen. Und dann eben Luis Esposito mitnehmen. Wir müssen echt mal ein paar Spieler verpflichten. Ne? Aber wir sind ja auch gleich wieder eben in der Transferphase.
Und hier ist Vincenzo Lucero. Das ist echt Wahnsinn. Ich gucke jetzt mal, wer das Beste hier hat. Fabri, den wir zum Profi befördern, genauso wie Battaglia. Die wollen wir direkt dann auf die Leihliste setzen, um die halt eben wieder zu verkaufen. Guck, ich wusste, dass wir nur das hier zwei sogar hier drin haben. Deswegen habe ich auch zwei rausgeholt. Jetzt kommt das Spiel gegen die Young Boys Bern. Ich mache keine Experimente mehr. Mit dem Team, was wir gewonnen haben gegen Sociedad, kommen wir auch hier rein und gewinnen das Spiel und müssen damit weiter sein. Götesch, Duro treffen bei uns. Ensemble bei Young Boys Bern. Wie hat es Wan-Bissaka jetzt geschafft, sich zu verletzen? 5 Monate! Aber Musa haben wir wenigstens verkauft. 15 Millionen zum FC Villarreal wieder intern in der Liga. Wan-Bissaka, 5 Monate fällt jetzt aus. Das ist so bitter. Dafür kommt dann hier der gute Minguenza rein. Volk wird dann damit auf die Bank. Er kann sich jetzt vielleicht Minguenza ein bisschen entwickeln. Jetzt gehen wir hier rein. Das Spiel gegen RCD Mallorca. Ballermann und verlieren 2-0. Gama trifft doppelt. Jetzt kommt das Spiel gegen Granada. Die sind direkt hinter uns. Und das darf man einfach nicht verlieren. 2-1 gewinnen wir. Beto trifft bei Granada. Bei uns wieder Carlos Soler doppelt. Volkwehr haben wir verkauft zu Neapel. 18,1 Millionen haben dann eben in der Wintertransferphase Minguenza jetzt nur, aber auch in Wan-Bissaka. Das passt dann da. Und Sparta Prag schlagen wir 4-1. Sind damit easy weiter als erster. Karabek trifft bei Prag. Bei uns Fabiano Goetesch dreimal. Real Betis schlagen wir nicht. Zumindest ein Unentschieden. Bei uns trifft Hugo Duro. Bei Real Betis Fekir. 3-monatige Scouting-Updates. Mal schauen, was hier dabei ist nach diesem Scout oder nach diesen Scouting-Berichten, werde ich auch mal jetzt wieder ein paar Spieler rausholen aus der Jugendmannschaft oder aus der Jugendschule, weil wir nur noch einen Monat haben bis zur Wintertransferphase. In dem Monat werden sie sich jetzt nicht groß vom Potenzial verschlechtern, denke ich mal. Und dann können wir die dann eben auch verleihen. Wie sieht das Ganze hier nochmal in Spanien aus? Ja, Rivera haben wir dann zumindest. Dann werde ich den Perkovic hier direkt wieder rausschmeißen. Grüne wird dann auch direkt wieder rausgeschmissen. Rivera darf dann einmal mit reinkommen. Wie sieht das Ganze sonst noch hier aus? Gibt es hier irgendwas Gutes? Nein, anscheinend nicht mehr. Und da würde ich sagen, Leute, war es das von dieser Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Ihr könnt die Glocke aktivieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Das war mir, Jungs. Haut rein, bis dann und tschüss.